Die Wintersportler befinden sich derzeit mitten in der Saison und in vielen Sportarten werden in den nächsten Wochen die Weltmeistertitel vergeben. Drei Südtiroler haben ihre Trophäensammlung bereits um eine WM-Goldmedaille erweitert, nämlich Snowboarder Roland Fischnaller und die beiden Naturbahnrodler Patrick Biegnetter bzw. Evelyn Landtaler. Snowboarder Roland Fischnaller schlug bei den Titelkämpfen am Kreisberg zu. Der 34-jährige Phil Nösser setzte sich im Parallelslalom gegen den Russen Andrei Sobolev durch. Wir haben lang und hart dafür gearbeitet. Ich bin da hergekommen und habe gewollt, alles riskieren und schauen, ob es eine Medaille trage, weil ein bisschen etwas habe ich gehabt zu verteidigen und für die letzte Weltmeisterschaft. Aber eben, dass es Gold wert, bin ich natürlich umso glücklicher. Fischnaller gewann zum dritten Mal in Folge bei einer WM eine Medaille. 2011 im spanischen La Molina hatte der Phil Nösser im Parallel-Riesentorlauf Bronze gewonnen. Vor zwei Jahren kehrte Roland Fischnaller mit Silber im Parallel-Riesentorlauf und Bronze im Parallel-Slalom aus Stoneham in Kanada zurück. Obwohl Fischnaller im Herbst verletzungsbedingt lange aussetzen musste, befindet sich der Snowboard-Oldie in der Form seines Lebens. Dennoch kämpft er in den Rennen nicht nur mit seinen Gegnern, sondern auch mit seinem Körper, genauer gesagt mit einer Sehnenverletzung. Nach Bad Gastein, nach dem Teambewerb, haben wir so wieder eingerissen, haben Magnetresonanz gemacht und dann haben wir eben schön gesehen, dass es wieder eingerissen ist. Aber eben der Doktor hat mir Schmerzmittel gegeben, und einen Top-Physiotherapeut gehabt, der was mich fest bearbeitet hat und eben die Medaille muss ich auch ihm wirklich verdanken und ja, es ist halt, tut halt weh, aber eben, wie gesagt, habe ich es geschafft. Bei den Naturbahnrodlern sind die Südtiroler Athleten das Maß aller Dinge. Patrick Biegnetter aus Völs kürte sich in Mariazell zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister im Einsitzer. Das ist ein Highlight und das war mein Saisonsziel. Eins von meinen Saisonszielen, ich habe hart darauf hingearbeitet. Das ist ein Prozess, der was jetzt nicht von heute auf morgen kommt. Eben lange Arbeit, die was schon vielleicht zwei Jahre zurück umfangen und ich habe mich gut vorbereitet und auch das Rennen war dann fantastisch. Wir haben ein perfektes Material gehabt und auch haben wir jetzt auf die Wetter, auf die Bahn und auf die Wetterverhältnisse gut umgepasst und super Ergebnis. Doch damit nicht genug, denn auch im Doppelsitzer, gemeinsam mit dem Gardertaler Florian Klara, holte Patrick Biegnetter den Titel. Ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen Stress. Auch wie es jetzt war bei der Weltmeisterschaft, eben, es ist alles auf drei Tage aufgeteilt mit Training und Rennen. Und dann kommt man oft auf neue Bahnen, wo man nicht so gut oder nicht so viel trainiert hat in den letzten Jahren. Und da ist es schon besonders schwer. Aber ich sage, die Skifahrer, die müssen das auch tun. Die fahren auch in drei Tagen drei verschiedene Disziplinen oft. Und wieso sollen wir das nicht richten? Bei den Damen kürte sich Evelyn Landtaler zur neuen Weltmeisterin. Die Passeirerin konnte die Russin Ekaterina Lavrenteva schlagen, die den Naturbahnrodelsport in den vergangenen Jahren nach Strich und Faden dominiert hat. Das WM-Gold, es kam für Landtaler jedenfalls überraschend. Ich habe zwar am Anfang der Saison schon gesehen, dass ich recht gut zurechtkomme mit den Fahren heuer. Mir hat es zwar dann gleich mal aufgestellt, bin auch im Wald draußen gelegen. Aber nachher ist Schlaß gekommen, ich habe gesehen, ich bin bei Kati dabei. Und ja, dass es mir genau zur WM auch geht, hat mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Und umso schöner ist es nach geworden. Dort, wo Roland Fischnaller, Patrick Biegnetter und Evelyn Landtaler schon gestanden sind, nämlich auf dem höchsten Treppchen des Podests, dort möchte am kommenden Wochenende auch die Meranerin Angelika Reiner hin. In Rabenstein im Passeiertal werden im Eisklettern die WM-Titel vergeben, und zwar in der spektakulären Disziplin Schwierigkeitsklettern. Geklettert wird am Samstag und Sonntag am Eisturm Rabenstein und Reiner geht als Titelverteidigerin ins Rennen. Ja, der Tag ist natürlich schon ein bisschen Nervosität, die jetzt alle mal zunimmt. Das ist die Heimweltmeisterschaft, das ist der Heimwettkampf, den ich natürlich besonders gut machen möchte. Und ja, ich gehe als Titelverteidigerin ins Rennen und ja, hoffen wir, dass ich das Beste geben kann. Angelika Reiner hat die vergangenen drei Weltmeisterschaften gewonnen und peilt nun bei der Heim-WM den vierten Titel an.
vor einem eigenen Publikum zu klettern, ist eigentlich schon ein Ansporn. Schon vor 2 Jahren beim Wettkampf hat es mir richtig viel Energie gegeben, im Finale Gas zu geben, dass die Leute alle für mich geschrien haben. Gibt mir viel Energie, aber natürlich sind beim Heimwettkampf auch die Erwartungen von außen am größten. Und ist sicher der Wettkampf, der mir heuer am wichtigsten ist. Am Start ist in Ramstein übrigens auch die Bozenerin Barbara Zwerger. Man darf gespannt sein, wie sich die beiden heimischen Eiskletterinnen bei den Weltmeisterschaften in Rabenstein schlagen werden.